Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staxel. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge endlich nach allzu langer Zeit den Angelplatz fertig gebaut. Und ich bin ziemlich froh, dass wir das geschafft haben, denn eigentlich war es gar nicht schwer, aber ja, es ist ein bisschen kompliziert, das Spiel, könnte man meinen. Und was wir heute vorhaben? Absolut kein Plan. Ich meine, wir sollten irgendwann nochmal das Museum fertigstellen, denke ich, aber ich denke, das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall wurde in die Kommentare geschrieben, dass man vielleicht die Zäune auch drehen kann, so, dass sie passen. Aber das geht nicht. Okay, schade. Das wollte ich direkt nämlich mal austesten. Geht aber leider nicht. Haben wir schon gegossen? Ja, haben wir. Gut. Alles klar. Wächst prächtig. Ja, das ist schön. Okay, haben wir sonst noch irgendeine Mission, die wir machen müssen oder so? Auf jeden Fall würde ich gerne endlich mal Blaubeeren finden, um Blaubeerkuchen zu machen. Aber ich denke, damit muss es sich noch gedulden. Ansonsten. Ups. So. Können wir eigentlich irgendwo unsere Mission sehen? Nee, das geht nicht, ne? Na gut, man hat jetzt auch nicht so viel aufeinander, aber. Nee, ihr wisst, wie ich meine. Okay. Naja. Ich lege mich dann einfach mal schlafen. Tag ist zwar noch nicht lange, aber. Was soll's, bevor ich hier gleich im Langweiligkeit versinke, dann gehe ich lieber mal ein bisschen früher pennen. So, ein neuer Tag, ein neuer Penny und direkt wieder gießen. Aber es wachsen die ersten Brombeeren, das ist schön zu sehen. Oh, und endlich mal ein Brief wieder. Das ist ultra lange her, dass wir das letzte Mal einen Brief bekommen haben. Keine Zeit für Förmlichkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Bald werden die Gäste im Gasthaus einkehren, die bei ihrer Ankunft etwas essen wollen. Aber ich habe nichts vorbereitet. Könntest du bald vorbeikommen und mir helfen? Ich habe das Perfekte für dich. Und zwar machen wir den Zitronenkuchen. Oh boy, der wird sich freuen. Oder eine Torte. Ich weiß nicht, ob eine Torte angelegener, also besser passen würde für so eine Veranstaltung halt. Bin ich mir unsicher. Aber wir können es ja mal gucken. So. Das geht bestimmt irgendwie. So, jetzt müssen wir hier wieder 1000 Mal rüberrennen. So. Das ist echt ein bisschen nervig. Also wenn ich das nächste Mal irgendwie ein Feld mache. Schon wieder eine vertrocknet, ne? Wenn ich das nächste Mal ein Feld mache, dann werde ich wahrscheinlich eher so Lücken dazwischen lassen, damit wir sehen können, wann ich was gegossen habe ungefähr. Jetzt sieht man das halt so blöd. Weil wenn man in den Pflanzen drin steht, sieht man es gar nicht. Das ist voll nervig. Aber gut. Ich denke, das gehört halt dazu. So. Hier ist noch eine vergammelt. Ups, hab eine falsch abgebaut. Na super. Was soll's. So, ich geh nochmal rüber. Da haben wir noch eine. Okay, das war's aber anscheinend. Yo, die Melonen wachsen langsam. Endlich. Ich bin mir unsicher, ob wir wirklich alles gegossen haben. Na, da waren noch zwei. Okay, jetzt aber. Okay. So, Rahmen muss immer noch nicht gefüttert werden. Wann habe ich Rahmen das letzte Mal gefüttert? Ist bestimmt nicht lange her dann. Elmo muss anscheinend eh nie was essen. So wie es aussieht. Warte, hier sind so eine Zäune, die sich umdrehen. Oh. Mal gucken, vielleicht muss ich auch nochmal andere Zäune nehmen in der Zukunft. Vielleicht sind das so gerade Zäune einfach nur. Oder weil es einfach Billigzäune ist. Kann natürlich auch sein, dass es dadurch ist. Ich bin mir unsicher. So. Rowan, generell irgendwelche Gerüchte? Mein Glücksstern splittern, sei Dank. Ich wusste doch, dass du kommen würdest, Lenska. Du hast also meinen Brief bekommen? Oh, shit. Okay, jetzt wollen wir kochen. Ah, ausgezeichnet, dafür werde ich dir danken. Also was Gäste angeht, ich denke, 2 Suppen mehr als genug. Sie sind nicht allzu anspruchsvoll, daher... Okay. Ja, ich habe gute Suppen, denke ich. Und falls Zutaten fehlen, kannst du einfach im Lebensmittelladen kaufen. Ja, du wirst wahrscheinlich auch eine Kochstation aus dem Laden holen müssen. Habe ich schon. Alles gut. Hier sind ein paar farbige Blütenblätter, damit du die Kosten decken kannst. Oh, nur 800 ist jetzt ja nicht viel, ne? Ja, alles gut. Ich bin Profi. Ich bin Profi, wirklich. Also, gar nicht erst zur Frage stellen. Ich bin da schon erfahren drin. So, was gibt's denn für Suppen? Suppe. Gemüsesuppe, Karottensuppe, Kohlsuppe, rote Beetesuppe, Steckrübensuppe. Zu der roten Beetesuppe kann ich euch erzählen. Die hört sich nicht schlimm an, ist aber gar nicht mal so lecker. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die aus Litauen kam. Und das war, es war anscheinend so ein kulturelles Ding, dass man da so Rübensuppe isst. Und dann
wurde mir Rübensuppe dort auch gemacht und ich bin ja Vegetarier, das heißt, es ging ja für mich klar, ist ja vegetarisch, glaube ich, auch komplett. Aber es war echt nicht lecker. Tut mir leid, falls ihr es mögt, dann ist es okay, aber ich fand es nicht lecker. Und es sah auch nicht gut aus. So, haben wir hier aber noch ein anderes Rezept für eine Suppe, weil ich will mir noch mal eins holen sonst. Aber nee, anscheinend sind das unsere Möglichkeiten von den Suppenarten. Und ich würde sagen, wir entscheiden uns mal für Karotten, nicht wirklich Gemüse, wäre halt okay so. Das hört sich ganz okay an. Rote Beete, nee. Steckrübensuppe. Tomatensuppe ist eigentlich am leckersten. Tomate und Milch einfach nur. Ja, warum nicht, ne? Zweimal meint er, ne? Also. Zweimal. Lief. Kannst du? Danke. Zweimal Milch. Und zwei Tomaten, ne? Ich hoffe, er hat welche. Ich hoffe, er hat welche. Nein, nein. Hier unten. Oh, puh. 69 kosten die. Na, was ein Klassiker. So. Ja, das ist alles, ne? Er meint ja nur zwei. Gut, dann machen wir die mal. Das klingt doch ganz gut. Ne, Tomatensuppe klingt davon am leckersten. Die würde ich am liebsten so mit Reis oder so essen. Jetzt würden manche sagen, nein, nein, mit Nudeln. Aber eine Tomatensuppe ist halt nochmal was anderes als Tomatensauce, ne? Das muss man natürlich bedenken. Okay, wir müssen... Ups, falsches. Also, wir müssen Tomatensuppe. Schneiden, Tomaten, kochen, Milch und... Okay, das ist ja easy wie sonst was. Das geht ja. Das geht ja voll klar. Da werde ich nicht lang brauchen für. Dankeschön. Und nochmal bitte. So. Dann denke ich, muss schon mal Milch hier rauf. Und dann kochen wir die Suppe mal, ne? So. Das ist doch... Ich meine, wenn Kochen denn echt so leicht wäre teilweise. Also so schnell gehen würde, wäre es halt schön. Ich muss sagen, ich koche in echt auch ganz gerne mal was, aber es dauert zu lange einfach. Wenn es zu lange dauert, ist es nicht mehr schön. So, Rowan, ich habe dir ein paar Tomatensuppen mitgebracht, also um genau zu sein, zwei. Denska, du bist meine Rettung. Diese Suppen duften wirklich köstlich. Ach so, duften, ups. Ich werde sie dir abnehmen. Und hier ist eine Kleinigkeit für dich als Zeichen meiner Dankbarkeit, mein Gott. Aber trink nicht alles auf einmal aus. Oh nein, nicht der Becher mit Saft. Den habe ich bis heute nicht ausgetrunken. Ich habe noch einen von Anfang an, aber ich sag mal so, der liegt bei mir noch im Schrank drin. Hier unten. Schon der dritte. Ich werde den nie trinken. So, okay, dann haben wir das auf jeden Fall erfüllt. Haben dafür 1000 bekommen. Ich meine, für zwei Suppen ist das wirklich... Ich glaube, die haben uns 200 gekostet und wir haben irgendwie 1500 rausgemacht. Also, an sich, ne? Kann man schon mal machen. Ansonsten... Hat er eigentlich nochmal generell irgendwelche Gerüchte? Das wäre ganz gut. Mal sehen. Wer ist überhaupt der Besuch? Rowan, du wolltest die Suppe für dich haben und wolltest es einfach nicht, ne? Du willst wissen, wer die Gäste sind? Oh. Nalif und Farmfan natürlich. Hier auf der Insel bekommen wir nicht viel Besuch. Und heute hatte ich meine Spendierhosen an. Okay. Okay. Maximilian hat noch irgendwelche Schwierigkeiten. Wenn er mit seiner goldenen Farmstatue wieder ankommt, dann raste ich aus. Also das kommt hier nicht vor, okay? Das will ich gar nicht haben. Dass ich irgendeine blöde Goldstatue suchen muss. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die überhaupt herbekommen soll. Und was er damit anfangen möchte überhaupt. So, sprich mal mit mir, du alter Knacker. Oh je, weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Rohr. Warte, was? Rohmarmor. Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Ich tu mal so. Rohmarmor. Wir können mal in die Minen gehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir da kein Marmor finden werden. Aber hey, vielleicht. Vielleicht ja doch. Ne? Man weiß es nie. So, wo sind denn die nochmal gewesen? Hier in die Richtung, ne? Oder ich habe wieder Mandela-Effekt und ich renne in die falsche Richtung, weil ich das so in Erinnerung habe. So. Hey, die war doch hier auch irgendwo, ne? Oder habe ich sie wirklich wieder verloren? Ey, ich denke, ich bin eigentlich ganz gut mit Locations merken, aber irgendwie fällt mir gerade auf, dass es doch gar nicht mal so die Wahrheit ist teilweise. Oh Gott, wo ist denn das? Ach, da hinten, okay. Okay, wenigstens eine richtige Richtung gewesen.
Ja, mal sehen, vielleicht finden wir ja Marmor. Auch wenn ich das eher nicht unterschreiben würde, dass wir welche finden, aber hey, warum nicht, ne? Ich meine, das sieht aber schon cool aus, so hier. Dieser Eingang. Hat schon Stil. So. Oh. Ja. Wir haben den guten Eingang genommen, der einfach direkt endet. Ich glaube, wir sollten hier runter. Ja, das sieht schon vielversprechender aus. Marmor war weiß, oder? Ich denke schon. Wir haben uns hier noch gar nicht richtig umgeguckt gehabt, ne? Also wurde es jetzt mal Zeit. Aber irgendwie nicht wirklich Spannendes zu sehen, aber hey, naja, vielleicht kommt es ja noch irgendwann mal. Oh, nee, aber hier ist wieder nur ein umgekipptes Kart. Marmor, wo bist du? Wow, kein Marmor. Nee, dann wüsste ich nicht, wo ich es herbekommen soll. Oder können wir das bauen? Marmor. Marmor Ziegel nur, aber rohe Marmor wüsste ich nicht, wo ich es herbekommen soll. Oder ist das Marmor? Ne, das ist einfach nur Rohstein. Was mit Marmor hat das jetzt nicht wirklich zu tun? Ich würde mal gerne wissen, wie das überhaupt aussieht, diese Steinart, wenn die roh ist. Halt, wie gesagt, wahrscheinlich weiß, aber ich sehe hier nichts Weißes. Tut mir leid. Oh, warte, da hinten ist was am Leuchten. Vielleicht ja hier drin. Marmor? Hier, oder? Nö. War nur so beleuchtet, dass es so aussah. Und ich an der Decke? Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das hier nicht finden werden. Schade eigentlich. Hätte ich nämlich cool gefunden. Geht's hier noch weiter irgendwo? Nee, ne? Vielleicht hier? Hammer. Nö. Schade. Oder hier vielleicht wirklich die Decke? Warte, das sieht anders aus, ne? Oder wirkt das wirklich nur so? Nee, ist wirklich Rohstein. Ach, Mann. Okay, kein Marmor für uns heute. Schade. Gut, was soll man machen, ne? Ich denke, das hat sich einfach nur erledigt. Vielleicht, wenn die Portale da sind. Vielleicht gibt es da ja Marmor. Wenn wir weitergehen. Weiß immer noch nicht, wie wir unsere Spitzhacke überhaupt verbessern. Das müssen wir irgendwie nochmal lernen. Gut, ist auch egal. Wir gehen wieder zurück ins Dorf. Ich wette, ich gehe die falsche Richtung. Tatsächlich, ein bisschen. Nur ein bisschen in die Richtung sollte ich auf jeden Fall anwinkeln. Sonst wäre das, naja, nicht so gut auf jeden Fall. So. Ja, schade. Na gut, aber wir werden irgendwann bestimmt mal Marmor finden. Dann ist er zwar selber schon wieder drauf gestoßen, aber hey. Aber wir können die Eier noch kurz verkaufen gehen. Ich glaube, wir müssen auch noch Gläser holen für Honig. Oder ein Glas. Aber eigentlich können wir generell mal mehr Gläser holen, einfach. Müssen wir nicht immer zum Laden laufen. Kurz gedacht, liefert zu, weil das sah eben so aus, als wenn die Tür dazu wäre. Ich habe schon kurz gedacht, was ist heute los? Was hat er denn jetzt? Was führt er in Schilde? Ich nehme mal 5 mit direkt. Ich kann sogar mehr mitnehmen an sich. Machen wir 10. So. Stelle ich den nämlich in den Kochschrank rein. Und dann können wir uns immer mal ein Glas rausnehmen, wenn wir eins brauchen. Dann muss ich nicht immer da hinlaufen direkt. Nämlich ein bisschen ungünstig, wenn einem das am Abend einfällt oder am Morgen. So. Dann würde ich mal sagen, erstmal betäuben. Gut. Alles klar. Stellen wir das hier rein. Neben dem Joghurt. Das nenne ich doch mal extravagant. Und die Gläser wollen wir da nicht reinstellen, stimmt. Nicht den Rest, aber egal. Lassen wir drin. So, dann das restliche Zeug hier, das können wir auch direkt mal reinstellen. Ich will eigentlich direkt... Also ich möchte eigentlich keinen Müll im Inventar haben. So, was ich nicht brauche, will ich auch nicht mitnehmen. Das wollte ich damit gesagt haben. Hä, was kocht denn hier noch? Jemand sollte den Herd mal ausmachen. Irgendwie, das läuft mir nicht ganz richtig. Aber na gut. Na, vielleicht ist es auch
Die Sondersuppe, die jetzt fertig ist. Es ist immer noch am Laufen. Okay, cool. Egal, was soll's. So, oh, schon wieder ein Brief. Ey, langsam fängt die Briefsaison wieder an. Maximilian, du hast in der letzten Zeit große Fortschritte beim Wiederaufbau der Farm gemacht. So sehr sogar, dass wir offiziell anerkennen wollen, dass wir es offiziell anerkennen wollen, okay. Ich habe deine Farmlizenz hier für dich, ich kann heute nicht lesen. Bereit liegen. Komm doch einfach kurz vorbei, wenn du Zeit hast, und bring das angehängte Registrierungsformular mit. Wie, sollte ich bisher noch nichts angebaut haben? Bin ich irgendwie illegal am Start? Das hört sich so an, als wenn wir davor irgendwie was Falsches gemacht haben. Oh nein, die sind richtig viele vergammelt. Shit. Oh, die Methode ist echt blöd, die wir bisher haben. Ist echt nicht gut. Einfach nur darauf hoffen, dass irgendwie das alles getroffen wird. Ja, das wäre ein bisschen cooler, wenn wir mal einen Sprengler hätten. 4 Stück sind jetzt schon wieder. Oh, Profit sinkt gerade. Man gießt doch immer mal wieder welche. Wieder eine? Machen einfach such das, was noch nicht gegossen ist. So, jetzt sollte aber alles sein. So, machen wir die vergammelt sind, die Pflanzen einfach neu an. Weil was anderes bleibt mir nicht übrig. So. Und da hinten. Und irgendwo war noch eine, ne, die vergammelt war. Oder waren das doch nur 3? Nicht hinten. Schade. Ja, es wird, dass die manchmal vergammeln. Noch unübersichtlicher als in Stardew Valley auf jeden Fall. Da sieht man es ja wenigstens von oben, wie ich jemanden gegossen hat. Ich habe schon wieder welche gehört, die gegossen werden mussten. Okay, also muss man immer dreifach durchlatschen. Naja, nicht so nice. Egal. Die Melonen sind auf jeden Fall prächtig am Wachsen. Oh, der Baum kommt langsam auch raus. Der andere wahrscheinlich auch. Stimmt, was ist eigentlich mit den Bäumen? Okay, die sind immer noch ziemlich groß auf jeden Fall. So. Die brauchen kein Essen. Ich guck mal kurz, ob Aram noch Essen braucht. Tatsächlich. Und das gibt's natürlich. Damit ist unser Futter auf jeden Fall leer. Wir sollten neues kaufen. Aber was auch leer ist, ist diese Folge. Na, okay. Das ist ein doofer Übergang. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Lizenz, was auch immer das für eine Lizenz sein soll, holen wir uns dann in der nächsten Folge ab. Ich bin gespannt, was das mit der Farm zu tun hat, weil sollten wir bisher noch nichts angebaut haben? Was ist denn das? Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen pixeligen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!